Also spielt er 1-2 gegen 1860 München und alles konzentriert sich auf diese eine Szene vor dem 0-1, direkt vor der Cottbuser Trainerbank. Foulspiel von Simon Lorenz an Sie oder wie haben Sie es gesehen? Klares Foul ist ein spielerisch eine Szene. Ich glaube, wir waren so gut drin im Spiel, jeder war so fokussiert und man hat echt das Gefühl heute, dass eine Frage der Zeit ist, wann wir endlich das Tor machen. Und dann kommt so eine Szene, das ist für mich unerklärlich. Das ist jetzt die vierte Niederlage in Folge, 5 Punkte Rückstand mittlerweile schon zum rettenden Ufer. Wie bedrohlich sehen Sie die Lage an? Klar ist das bedrohlich, aber ich glaube, man hat gesehen, wie heute alle da waren und das muss die Basis sein. Und so müssen wir es auch in jedem restlichen Spiel machen. So machen wir es nächste Woche auswärts und dann wird der Bock auch umfallen. Und dann werden wir auch mal wieder punkten. Heute stand mit Kevin Rau zum ersten Mal der neue Keeper im Tor. Wie haben Sie das erlebt? Ja, für mich keine Überraschung. Er hat ein gutes Spiel gemacht, hat einige gute Szenen gehabt, gute Ausstrahlung gehabt. Ja, absolut positiv.